Hallo liebe Freunde, willkommen beim 12. Männer Fan Talk. Ich bin Mr. Bundesliga und heute war es wieder soweit, Samstag. Ja, der zweite Spieltag in der ersten Bundesliga stand an. Und zwar mit den Partien. Bochum traf auf Mainz, Frankfurt zu Hause gegen Augsburg, Dortmund musste nach Freiburg, Bielefeld fand sich in Fürth quasi wieder und Hertha zu Hause gegen Wolfsburg. Und seit 18:30 läuft die Partie Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? 15:30 war Anpfiff. Und wer hätte das gedacht, dass Bochum Mainz mit 2:0 besiegt? Aber so war es letztendlich nach 90 gespielten Minuten. Ja, Frankfurt, die hatten ja letzte Woche einen von Dortmund auf den Sack bekommen. Und man dachte, naja, wie wird das Spiel ausgehen? Würden die Frankfurter wieder untergehen? Aber nein, man entschied sich zu einer Punkteteilung gegen Augsburg. Und Freiburg hatte das Schwergewicht Dortmund zu Hause zu Gast. Ja, Freiburg startete sehr kurios, ging früh in Führung, erzielte sogar kurz danach quasi das 2:0 und die Dortmunder schafften es nur noch zum Anschlusstreffer und verloren quasi außerhalb mit 2:1. Fürth und Bielefeld entschieden sich ebenfalls zu einem 1:1 Unentschieden und dann hatten wir da noch die Hertha, die zu Hause in Berlin spielte und zwar gegen die Wölfe. Und die gewannen ihrerseits 2:1. Das heißt natürlich für Hertha die zweite Saisonniederlage nach 2 Spielen, 0 Punkte. Ist natürlich ein sehr, sehr trauriger Start. Aber was soll ich euch sagen? In der Partie Leverkusen gegen Mönchengladbach steht es zurzeit 3:0. Hätte man auch nicht für möglich gehalten nach dem doch relativ guten Saisonauftakt letzte Woche gegen die Bayern. Ja, meine lieben Leute, das war es im Endeffekt wieder von Mr. Bundesliga, 12. Mann, der Fantalk. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich schon, dass ihr das nächste Mal dabei seid. Ich zähle auf euch. Ciao.